Das Promi-Geflüster heute zu Gast in Pfullingen, in den Pfullinger Hallen. Heute hier ein Oktoberfest und das im wahrsten Sinne, im Oktober natürlich. Das passt. Und als Stargast. Genau, als Stargast heute mit dabei die Anna-Maria Zimmermann. Genau. Nicht beim Schlagerboom dabei, habe ich gerade festgestellt. Nee, ich war ja dieses Jahr wirklich ganz, ganz fleißig. Durch mein neues Album Sorgenfrei haben wir viel, viel Fernsehen mitgemacht. Und ja, ich finde es ganz wichtig, dass man auch immer wieder mal einen Stopp dazwischen macht. Gerade ist bei mir natürlich auch Hochsaison. Wir haben jetzt im September und Oktober ja über 50 Oktoberfeste gespielt. Also nächste Woche ist Oktober zu Ende. Dann haben wir die 50, über 50 gespielt. Und ja, ich darf ja immer nicht so viel verraten, aber vielleicht sieht man mich ja dieses Jahr noch mal einmal in einer schönen Sendung zum Ende des Jahres. Aber ja, den Schlagerboom setze ich aus. Schade eigentlich. Aber ich bin ganz ehrlich, auf dem Weg hierher habe ich ARD live geguckt und habe mir natürlich den Schlagerboom und meine ganzen Lieblingskollegen angeguckt. Sehr schön, toll. Ja, natürlich, klar, Ende des Jahres, dann kann man es ja eigentlich schon fast ahnen, entweder eine Weihnachtssendung oder Silvester. Ne? Keine Ahnung, vielleicht auch beides. Beides, wer weiß, genau. Ja, dein Album läuft ja eigentlich recht gut und als wir uns das letzte Mal jetzt ja gesehen haben, das ist jetzt auch doch schon wieder ein, zwei Jährchen her, mittlerweile Mutter geworden, stolze Mutter und da wird auch immer kräftig gestreamt auf Instagram. Ja, also die Welt erfährt was über dich. Ja, absolut, weil ich finde, es gab nicht so schöne Momente in meinem Leben und jetzt scheint mir die Sonne aus dem Hintern und ich finde, dass meine Fans das auch mitbekommen sollen, wie glücklich ich bin, ja, was ich für einen tollen Jungen zur Welt gebracht habe. Das ist ein absoluter Strahlemann, also dem haben die 150 Auftritte in meinem Bauch nicht geschadet, ganz im Gegenteil und ja, ich fühle mich einfach pudelwohl in beiden Rollen, als Mutter und natürlich weiterhin auch auf der Bühne. Genau, wird es schon ein bisschen musikalisch, da kriegt man da schon was mit, als er da irgendwie auch schon so leichte Ambitionen hat. Wir sind alle sehr musikalisch zu Hause. Bei uns läuft auch den ganzen Tag Musik und mittlerweile hat er auch schon so eine eigene Kinderbox, wo man so Figuren draufstellen kann, die da mitsingen und das ist schon so morgens und abends das Ritual. Also wir sind sehr musikalisch unterwegs und ja, Mama singt sowieso den ganzen Tag. Sehr gut. Und heute Morgen, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell es war, aber da warst du ja noch unterwegs mit zwei Hunden. Klar. Das war heute Morgen? Genau, ja klar. Also man plant sich natürlich die Zeit und wenn ich dann mal Zeit habe, verbringe ich die natürlich zu 100% mit Matti momentan. Und ja, ich bin um 16.30 Uhr gefahren, also hatte ich ja so drei Viertel seines Tages, war ich quasi zu Hause in meiner Mama-Rolle und dann ja, sind es nur noch zwei, drei Stunden bis ins Bett gehen und Mama fährt zum Auftritt. Ja. Okay. Aber dann danach jetzt auch wieder nach Hause, sodass Familie wieder alles von dir was hat. Nein. Nehmen wir auch so 500, 600 Kilometer Fahrt auf uns, dass ich einfach morgen früh wieder da bin, weil ja, ich glaube, jede Mama kann danach empfinden, dass man das einfach sein möchte und dass dann so morgen der Sonntag nicht kaputt ist, weil man hat ja doch eh zu wenig Tag, zu wenig Freizeit und der Sonntag ist irgendwie immer Familientag. Jetzt klopft es natürlich hier an allen Ecken und Enden, jeder will jetzt was, genau, in den letzten... Bis zum Auftritt, es ist halt immer sehr, sehr hektisch. Und ja, aber trotzdem schön, dass ihr mich besucht habt. Ja, natürlich, für mich ist es ja Heimspiel. Ich bin ja hier zu Hause mehr oder weniger. In Reutlingen direkt, ne? Für dich ist das erste Mal hier in der Ecke oder warst du schon auch mal? Ja, schon öfters mal in Pfullendorf, sind ja auch nur 80 Kilometer. Bei den Seepark 6 Geschichten, da bin ich eigentlich auch regelmäßig zu Gast und freue mich hier jetzt gleich auf den Auftritt im Pfulling. Sehr schön, da freuen wir uns natürlich auch und sind schon ganz gespannt, was uns heute hier erwartet, was das Publikum erwarten wird. Viele Titel von Matthias Reim. Nein, natürlich mit meinen Songs sind wir jetzt am Start. Ich freue mich sehr. Ja, alles aus dem neuen Album und was gibt's für Pläne fürs nächste? Schon wieder was in Planung? Ja, nach dem Album ist vor dem Album. Ich war gerade letzte Woche wieder bei einem Produzenten und wir stehen in den Startlöchern und wir sind 2018 wieder fleißig. Okay, dann würde ich sagen, lass mal dir jetzt Bühne frei sozusagen. Ja. Wir gucken nochmal deine Outfit hier an. Ja. Toll, mit Lederhose, allem drum und dran. Und ich glaube, jetzt will auch noch ein Fotograf noch was von uns. Genau, danke schön. Super. Dann sage ich herzlichen Dank und dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. We need time.